Tag zusammen, Jack Pop hier. Boah, ist das miese Bildqualität. Können wir da noch was machen? Okay. With the right equipment, the image could be enlarged and sharpened. What's that? It's an enhancement program. In Crime-Serien und Filmen ist das Standard, also entpixeln, Bilder schärfer machen, Bilder vergrößern und das innerhalb von nur ein paar Sekunden. Und es ist immer verbunden mit einem magischen Wort. Enhanced. Can you enhance it? Can you enhance it? Hold on a second, I'll enhance. Das sieht doch total easy aus und natürlich wird dadurch dann auch das Verbrechen aufgeklärt. Aber geht das wirklich? Kann man Bilder wirklich so schnell und beliebig weit verbessern? Und wie arbeitet man eigentlich in der digitalen Forensik? Das finden wir heute raus und dafür haben wir uns gleich zwei Experten eingeladen, nämlich einen echten CSI-Professor und Jakob vom YouTube-Kanal Breaking Lab. Also Leute, let's enhance! Vor ein paar Wochen, da habe ich euch diese Frage schon gestellt, nämlich bei Instagram und hier im Community-Tab. Und ihr habt gesagt, ja, Computer haben das heute schon drauf. Ob ihr damit recht habt, das verrät uns jetzt Dirk Labudde. Der ist Professor an der Hochschule Mittweida und leitet dort den Studiengang Digitale und Allgemeine Forensik. Rockerkrieg, Kunstraub, Fluchtwagenidentifizierung. Wenn es um spektakuläre Verbrechen geht, ist Professor Labudde deutschlandweit dabei. Er hilft der Polizei, Fotos und Videos zu analysieren, zum Beispiel beim Raub im Grünen Gewölbe in Dresden. Den Tatort schaut er nur, um sich zu amüsieren, bei Krimis greift er lieber zum Buch. Professor Labudde, vielen Dank, dass Sie da sind, freue mich sehr. Bei CSI, Cold Case, in diesen Hollywood-Filmen sieht das immer super einfach aus. Ein paar Tastendrücke und dann hat man perfekte Bilder. Welche Methoden gibt es denn jetzt wirklich in der digitalen Forensik? Ja, die gibt es schon, die Methoden. Also das wollen wir gleich am Anfang irgendwie deutlich auch sagen. Dazu kann man die klassische Bildforensik durchaus benutzen. Ja, also sowas wie Kontrast anpassen, Helligkeit, Sättigung, dass man einfach mehr sieht in diesen Bildern. Dann kann man über die Farbtemperatur gehen. Ja, man kann auch Unschärfe so ein bisschen klassisch versuchen zu beseitigen. Also das Rauschen ein bisschen weg, wie bei einer so normalen Anpassung. Ja, bis hin zu komplizierteren Methoden, ja, die aus der Kunstfotografie oder wo auch immer herkommen. Können Sie da ein Beispiel geben für so eine Methode? Zum Beispiel das Fotostacking. Ja, da hat man sich überlegt, wenn man so Mikroaufnahmen macht, ja, also und dass dann der Fokus sozusagen immer woanders liegt bei einem Objekt, dann hat man sich gesagt, okay, wir schieben das sozusagen nach und nach dem Fokus folgend übereinander. Und dann sieht man eigentlich, wo Informationen ablesbar ist oder auch nicht. Mhm. Ja, also so funktioniert das so ein bisschen, als wenn man so Rauschen übereinander legt und in dem Rauschen ist also immer an der gleichen Stelle ein Signal und dann wächst das sozusagen, wenn sie ganz viel Rauschen übereinander legen, alles andere verschwindet und nur dieses Signal wächst sozusagen heraus. Und das ist die Idee, die beim Stacking auch funktioniert. Wenn man in der Forensik so viel vergleicht, dann heißt das aber auch, dass wenn ich aus einem Bild die maximale Informationstiefe erreicht habe, dann kann ich nichts mehr machen, oder? Genau, also das, man muss es auch lernen zu akzeptieren. Wenn Menschen einfach nur 70 Pixel groß sind, dann kann ich da auch keine Identifizierung machen. Ich brauche alleine für ein Gesicht 150 mal 150 Pixel. Ja. So, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und genau darin steckt eigentlich auch so ein bisschen der Reiz in der Fotoforensik oder Videoforensik. Und was anderes einfallen lassen haben Sie ja gemacht, zum Beispiel beim Rockerkrieg hier in Leipzig. Spektakulärer Fall auch hier. Da haben Sie uns ein Video mitgebracht. Hier oben sieht man wirklich, die sind nur 70 Pixel groß. Ja. Und da kann ich also die Aufgabe, die gestellt wurde, identifizieren Sie die handelnden Personen. Geht nicht. Und dann wird geguckt eigentlich, wo hört sozusagen Bildforensik auf und wo beginnt die kognitive Arbeit sozusagen des Mitarbeiters. Und was hat hier im Endeffekt dann geholfen, diejenigen zuzuordnen? Also wir haben ganz viel Bildverbesserung gemacht, auch klassischer Natur. Wir haben auch andere Methoden probiert, sind aber da nicht so ganz erfolgreich gewesen, weil wo keine Information ist, ja, also können wir auch keine Information neu produzieren. Und hier war einfach, wie gesagt, der glückliche Umstand, ja, die wurden an dem Ereignisort festgenommen und wir hatten sozusagen hochauflösendes Material und wir hatten ganz viele Zeugen, Bilder und Videos, die wir dann ebenfalls noch so von außen mit in die Analyse einschieben konnten. Das heißt, wenn wir ein Video haben, wo die Personen 70 Pixel groß sind, ich brauche aber schon 150 Pixel, um ein Gesicht ordentlich zu erkennen, dann sind ja solche Szenen, wo so endlos reingezoomt und immer weiter verbessert wird, die sind ja dann schon ziemlich übertrieben. Künstlerisch nein, forensisch deutlich.
Wo ich auch erstmal gedacht hätte, dass die Szene völlig übertrieben ist, ist diese hier aus der Netflix-Serie Designated Survivor. Da sehen wir ein Foto und im Hintergrund ist ein Weinglas und auf dem Weinglas ist ein Fingerabdruck. Und der kann dann perfekt ausgelesen, sofort mit einer Datenbank abgeglichen werden. Und da habe ich erstmal gedacht, das ist völlig überzogen. Und dann habe ich aber gelesen, dass 2014 tatsächlich ein deutscher Hacker den Fingerabdruck von Ursula von der Leyen kopiert hat von einem Foto aus der Bundespressekonferenz. Wie geht das? Ja, hängt es davon ab, also A, jetzt sind wir bei dem gleichen Thema, wie viele Bilder habe ich? Ja, und habe ich Reflexe drauf? Ja, nein. Kann ich die beseitigen? Ja, nein. Und dann habe ich sozusagen die Information eines Fingerabdrucks. Jetzt muss man aber aufpassen, so ein bisschen Fingerabdruck heißt ja nicht gleich Fingerabdruck. Also Fingerabdruck in der Justiz, in der Kriminalistik, in der Forensik ist sozusagen über die Verhältnisse dieser Besonderheiten. Minutien nennen wir die eigentlich. Und aber beim normalen Entsperren eines Smartphones reicht eigentlich das Grundmuster als gelerntes Bild mit aus. Also von daher kann es schon sein, dass der Fingerabdruck dann als Grundmuster dargestellt wird, der auch sozusagen zu Frau von der Leyen gehört und zum Entsperren eines Smartphones reichen kann. Okay, es würde aber nicht reichen, Sie, was wir jetzt nicht sagen wollen, eines Verbrechens zu überführen. Nein, das definitiv nicht. Dafür gibt es ja auch Gesetze. Also wie viel Übereinstimmung braucht man? Also von diesen Besonderheiten gerade. Und dazu reicht so ein Bild wahrscheinlich nicht aus. Mhm. Aber ein Fingerabdruck von einem Weinglas aus einem Foto heraus, würde das überhaupt gehen in irgendeiner Variante? Ja, wir müssen nur bedenken, also A, was ist es für ein, wo angefasst? Ja, also oben sozusagen, wo ich genug Fläche habe. Dann habe ich natürlich auch Informationen über diesen Fingerabdruck. Also unten vom Glas sozusagen eher weniger. Ja, also es gab mal diese großen Prozesse mit EPO, also die, die gedopt haben, die hatten also ganz kleine Ampullen, da war es also ganz schwer, Fingerabdrücke zu machen. Aber wenn ich große Flächen habe, dann mit sozusagen genügend Tricks bei der Aufnahme bzw. dann beim Generieren des Bildes von diesem Weinglas. Und dann kann ich es auch noch sozusagen entzerren, sodass es wie ein richtiger Fingerabdruck aussieht. Und dann würde das gehen, ja? Ja. Das heißt, es sind manche Szenen sehr übertrieben, manche sind aber durchaus plausibel, wenn man die Methode richtig anwenden würde. Ich habe auf jeden Fall noch eine gesehen, wo aus der Iris einer Person ganz beliebtes Mittel eine ganze Hochzeitsgesellschaft, also mehrere Personen hoch aufgelöst rausgelesen wurden. Und euch fallen bestimmt auch noch Szenen ein. Welche kuriosen und absurden Szenen aus diesen Crime-Folgen fallen euch denn ein? Schreibt die mal in die Kommentare. Wir werden dann ein Worst-of-Ranking daraus erstellen. Okay, einen magischen Enhance-Button, den gibt es nicht. Zumindest war das so, bis Adobe vor ein paar Wochen ein neues Feature rausgebracht hat, nämlich einen Button, der genau so heißt, Enhance. Und damit kann man tatsächlich mit nur einem Mausklick die Auflösung von Bildern verdoppeln bei gleichbleibender Bildqualität. Ich habe das mal ausprobiert mit einem sehr alten Foto von mir. Das hier ist von 2008. Da gab es natürlich schon gute Kameras, aber ich habe es bei mir nur noch auf CD-ROM und in dieser schlimmen Auflösung gefunden. Das habe ich dann im Photoshop mal hochskaliert über die stinknormale Vergrößerungsfunktion und dann nochmal, und zwar mit diesem Enhance-Button. Und da sieht man schon im Vergleich, dass das Enhance-Bild deutlich schärfer ist und die Details nicht mehr so verschwimmen und es einfach generell einen viel besseren Eindruck macht. Also da sieht man, da ist schon jede Menge möglich heute. Und Algorithmus ist hier das richtige Stichwort, denn dieser Enhance-Button, der nutzt künstliche Intelligenz. Und damit kennt sich Jakob vom YouTube-Kanal Breaking Lab ziemlich gut aus. Den habe ich letzten Sommer kennengelernt bei einem Dreh in Köln. Da haben verschiedene YouTuber Experimente ausprobiert. Da ist ein ziemlich cooles Video bei entstanden. Das verlinke ich euch mal hier oben. Jakob schreibt an der Uni Köln auf jeden Fall gerade seine Doktorarbeit und hat für sein Forschungsprojekt andauernd künstliche Intelligenz im Einsatz. Deswegen habe ich ihn mal gebeten, für uns zu erklären, was die mit diesem Enhance-Button zu tun hat. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zum Thema künstliche Intelligenz. Das ist eigentlich eher so ein Hülsenbegriff. Also künstliche Intelligenz ist vor allen Dingen ein Buzzword. Aber das, worüber man meistens spricht und worum es auch bei der Geschichte hier geht, das ist ein Teilaspekt, und zwar maschinelles Lernen. Die Idee ist, wir trainieren so ein System, dass es von alleine Bildinhalte, die nicht da sind, erraten kann. Das ist das Supervised Learning. Das Ganze macht es so, dass es tausende Bilder in schlechter Auflösung, aber halt auch in guter Auflösung kriegt. Und dann lernt die KI, ja, was denn die Unterschiede sind und vor allen Dingen, wie man denn da hinkommt. Und im Endeffekt ist es bei künstlicher Intelligenz oder bei maschinellem Lernen immer so, je mehr Bilder die KI bekommt, also je mehr Input da ist, desto besser wird sie dabei. Das Ganze wird präziser und schneller. Und man kann dann auch richtig Fortschritte sehen. Also man kann sich, während diese KI lernt, die Trainingsbilder anschauen und da kann man richtig sehen, wie das Ganze immer besser wird. Ja, am Ende hat man dann ein System, was tatsächlich in der Lage ist, jedes
jedes beliebige Bild einfach besser aussehen zu lassen. Das Ganze, das findet schon überall Anwendung. Man kann zum Beispiel sich Clips im Internet anschauen, wo Leute Archivmaterial genommen haben. Und dieses Archivmaterial, was damals mit richtig schlechten Kameras aufgezeichnet wurde, ist mittlerweile in 4K verfügbar. Aber das Ganze hat auch zum Beispiel Einsatz bei Computerspielen. Bei Computerspielen ist man damit in der Lage, also ein Spiel in schlechter Auflösung wiederzugeben und das Ganze dann hochzurechnen. Und das heißt, dass man nicht mehr so unfassbar gute Computer braucht. Das heißt, man spart ein bisschen Rechenleistung. Alles sehr, sehr interessant. Ob das Ganze auch mit Forensik funktioniert, das können andere Leute besser bewerten als ich. Und ich bin wirklich gespannt, was am Ende dabei rauskommt und ob das tatsächlich bei der Verbrechensjagd eingesetzt wird. Professor Labude, kann die KI Bildinhalte für uns hinreichend errechnen, die eigentlich gar nicht da sind? Für Urlaubsfotos schon. Ja, also das nehmen wir mal jetzt da raus. Aber wo keine Information ist, kann auch keine Information kommen. Also wenn Sie nur auf einem einzigen Bild, also auf einem Frame aus einem Video irgendwie einen Gegenstand sehen, der möglicherweise eine Tatwaffe ist, ja, dann können Sie auch nicht sozusagen hochrechnen oder sagen, was das für ein Gegenstand ist, weil die wurde ja vorher nicht trainiert, dieser Gegenstand. Jetzt gibt es da so eine Szene, wo ein sehr verpixeltes Gesicht, nur ein paar Pixel, verbessert wird. Also die KI macht dann ein Gesicht aus einem Pixelhaufen, sage ich mal. Ist das machbar? Das ist machbar, also das verwenden wir auch. Also wir machen es ein bisschen einfacher. Also wir gucken in verrauschten Videos, Bildern, ist das jetzt eher rund, eher viereckig, dreieckig? Und dann kriegt man so eine Wahrscheinlichkeitsausgabe und sagt, okay, ist davon auszugehen, dass es eher ein runder Gegenstand ist. So, und die KI, die sozusagen Gesichter aus dem Nichts holt, ist darauf trainiert, sozusagen Gesichter wieder in diesen Bildern zu erkennen. Aber das ist nicht die Person möglicherweise, die eigentlich in diesem Video ist, sondern kann jede x-beliebige Person sein. Das heißt, ja, das ist ein Gesicht, das ist ein Mensch, aber der Mensch, der möglicherweise eine Straftat begangen hat, den finden wir damit natürlich nicht. Aber heißt das, dass KI jetzt gar keine Rolle in der Forensik spielt? Nee, und wenn ich das gesagt habe, meine ich das nicht so. Also es spielt schon eine große Rolle. Ja, also es sind natürlich auch Algorithmen entstanden, die eben eins zu eins auf die Forensik übertragbar sind. Ja, also denkt irgendwie daran, dass man Bewegungsabläufe damit detektieren könnte. Man kann in vielen aufeinanderfolgenden Bildern kann man gucken, ob immer die gleiche Geometrie irgendwo aufguckt oder bei der Gesichtserkennung oder Spracherkennung. All das ist natürlich möglich. Aber nicht, und das ist der wichtige Punkt, nicht um Informationen aus dem Nichts zu erzeugen. Das heißt, in dem Bereich kann uns künstliche Intelligenz also tatsächlich bei der Verbrechensjagd unterstützen. Professor Labude, dann müssen wir noch eine Sache klären. Diese ganzen Szenen, die haben so eine Leichtigkeit, es sieht so elegant aus und es geht immer super schnell. Wie realistisch ist das? Arbeiten Forensikerinnen und Forensiker so, wie wir es da präsentiert bekommen? Nein, das nicht. Also, aber ich glaube auch kein Zuschauer will sehen, wie wir wirklich arbeiten. Also, dass es extrem lange dauert, das ist oftmals so ein Frickel. Ja, also, dass man viele Dinge erst zusammenbauen, passen muss und dann nochmal neu überlegen und dann alles wieder verwirft und wieder von vorne anfangen, das will natürlich keiner in so einer kurzen Serie oder Folge, was auch immer, sehen. Aber also die Zeit stimmt definitiv nicht. Aber viele Methoden haben schon einen realistischen Hintergrund und die halten auch nach und nach Einzug einfach in die Forensik. Also lass uns das nochmal zusammenfassen. Ewig weit in ein Bild reinzoomen können wir natürlich nicht. Irgendwann fehlt da einfach die Bildinformation. Den magischen Enhance-Button, ja, den gibt es, aber eben nicht, um damit Verbrechen aufzuklären. Und KI spielt eine Rolle, zum Beispiel bei der Bewegungsanalyse, aber die ist eben nicht dafür da, um Bildinhalte zu erfinden, die von vornherein nicht da waren. Und im Idealfall, Professor Labude, haben wir sowieso gutes Ausgangsmaterial oder viele Bilder, um miteinander zu vergleichen. Im Idealfall. Im Idealfall. Und wenn ihr Lust habt, in die Fußstapfen eurer liebsten CSI-Heldinnen und Helden zu treten, dann schaut doch mal auf der Website der Hochschule mit weiter vorbei. Da gibt es nämlich Informationen zum Studiengang Digitale Forensik. Professor Labude, vielen, vielen Dank fürs Erklären. Gerne. Danke auch raus an Jakob vom Breaking Lab, der uns das mit der KI so schön erklärt hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach auf Abonnieren drückt und auf die Glocke. Dann können wir uns nämlich bald wiedersehen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao, ciao. Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Geht jetzt um Adobe oder Adobe, ne? Ja. Also Adobe. Das ist aus Harry Potter. Du hast noch nie gefaked in deinem Leben, oder? Ich habe Staubsauger. Ja. Einen Ja, man sieht das. Ich habe den Mauszeiger abgewischt.